Nichts ist schäbiger als der Tod eines großen Stromes. Sie kastrieren die Donau bei lebendigem Leib. Nach einem Jahr Bauarbeiten erkennt man die Donaulandschaft zwischen Geisling und Straubing nicht mehr wieder. Eine ausgeweidete Landschaft. Der Eingriff könnte nicht totaler sein. Nichts bleibt so, wie es war. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Das Wasser wird von Nord nach Süd, von Süd nach Nord verlegt, die Kurven begradigt, ganze Flussmeander abgeschnitten. Am Ende wird das Wasser hier stillstehen, in einer riesigen Rinne. Dann ist die Donau hier kein Strom mehr, sondern ein Kanal. Noch fließt der Fluss in seinem alten Bett, aber ringsherum haben sie den Auwald bereits abgeholzt, die Wurzelstöcke und den Humus weggeschoben, die alten Kiesbänke wurden beseitigt und hunderte wertvollster Biotope und Pflanzenreservate. Wir sind und bleiben Weltmeister im Zerstören von Natur. Eine Armada von Großmaschinen ist auf dem Schlachtfeld im Einsatz. Der Eingriff läuft exakt nach Plan. Jahrelang hat man an Millionen teuren Modellen jede Phase eingeübt und festgelegt. Die Natur hat keine Chance dagegen. Nur ein paar Restbäume haben sie einstweilen auf der Baustelle übrig gelassen und ein paar kleine Tümpel, damit die vertriebenen Vögel, Enten und Reiher noch irgendein Lebenszeichen, noch irgendeinen Anhaltspunkt in der neuen Wüste haben. Aber auch die einheimische Bevölkerung hat jede Orientierung verloren. So brutal und rücksichtslos hatte man sich den Eingriff nicht vorgestellt. Die ausgestellten Pläne waren alle so schön bunt gewesen. Aber sie ändern nichts daran. Die Kanalisierung der Bayerischen Donau ist der größte Eingriff in ein Flusslebewesen, der totalste Eingriff in einen komplexen Naturhaushalt einer Großlandschaft in ganz Mitteleuropa. Es ist ein Triumph der technischen Machbarkeit. Das Projekt Rhein-Main-Donau-Kanal ist ein Vertragsfossil aus dem Jahr 1921. Damals waren auch die Tausende von neuen Arbeitsplätzen ein Argument für den Kanal. In Politikerköpfen existiert dieser Mythos immer noch. In Wahrheit beherrschen heute Großmaschinen und Spezialgeräte die Baustelle, nicht die Menschen. Wo gehen also die Milliarden Steuergelder hin? Das wenigste in die Region. Die Firma der Kirchturmhohen Spundungsmaschine sitzt zum Beispiel in Frankreich mit Filiale in Frankfurt. Dieses Gerät verursacht wohl den einschneidendsten Wandel in der neuen Donaulandschaft. Denn sie zementiert eine Dichtungswand in die neuen Hochwasserdämme 20 Meter tief, bis unten fester Flins kommt. Das Donauwasser steht also in Zukunft in einem wasserundurchlässigen Trog. Es gibt keinen Austausch mehr zwischen dem Fluss und dem Grundwasser, das bisher an beiden Ufern zum Fluss hinfließt. Hier werden uralte Lebensadern abgeschnitten. Erst aus der Luft sieht man die wahren Dimensionen dieses technischen Eingriffs. Hinten fließt noch schwungvoll die alte Donau durch die Obermotzinger Reiben. Vorne liegt schon ausgebaggert ein Stück des neuen Donaukanals. Der alte Fluss passt da gut 2,5 Mal hinein. Diese gewaltigen Dimensionen wurden 1979 festgelegt. Neue Bedingung war auf einmal, die Donau sollte ab Regensburg mit sogenannten Viererschubverbänden an allen Tagen des Jahres befahrbar sein. Das ist der gewaltigste Fahrzeugtyp, der in der Binnenschifffahrt überhaupt vorkommt. Mit 6000 Tonnen Fracht, 185 Meter lang und 30 Meter breit. Diese Schiffe brauchen eine Tiefe von 2,80 Meter. Auch am Rhein, auf diesem meistbefahrenen deutschen Fluss, sind diese Schiffe eine ausgesprochene Rarität. Und im Vergleich mit dem Rhein ist das Verkehrsaufkommen auf der Donau geradezu lilliputanerhaft. Und übrigens passen in den neuen Altmühltalkanal nur Zweierschubverbände, kein einziger Viererschubverband. Jedenfalls, diese Entscheidung war das Todesurteil für die ganze bayerische Donaustrecke zwischen Regensburg und Vilshofen. Auf der Karte sind die Dimensionen des neuen Kanals schraffiert eingetragen. Alles, was darunter liegt, wird abgebaggert und überstaut. Deutlich sichtbar ist auch die Amputation der Oberauer Schleife.
Hier kurz vor der Stauhaltung Straubing steigt der neue Kanal so weit über das Gelände heraus, dass nur noch eine Abtrennung möglich war. Die Oeberauer Schleife war die charakteristischste und schönste aller bayerischen Donauschleifen. Die periodisch vom Hochwasser überfluteten Wiesen waren wichtigster Lebensraum für Vögel, für Bodenbrüter vor allem, und die Kiesufer und Kiesbänke wichtigste Kinderstuben für kiesleichende Fischarten. Das alles will man nun retten. Einmal im Jahr soll in Zukunft ein künstliches Hochwasser in der abgeschnittenen Schleife erzeugt werden. Aber das wird nur eine Überflutung sein, kein Hochwasser. Die dramatische Urkraft, die ungebremste mechanische Dynamik einer Hochwasserflut wird fehlen. Und die Kraft wird nicht ausreichen, das neue Stillwasser durchzureißen und durchzufegen. Das zeigt die ganze Problematik der neuen künstlichen Ersatznatur. Flussaufwärts zwischen Regensburg und Geisling kann man das fertige Ergebnis sehen. 300 Meter breit steht die Donau hier im Kanal. Völlig verloren wirkt ein ganz normales Großmotorgüterschiff in dieser Wasserwüste. Und alle ehemaligen Nebenflüsse und Bäche können natürlich auch nicht mehr in diese weit über Land hochgestaute Wassermasse münden. In besonderen Pumpstationen werden sie zum Kanalwasser hinaufgepumpt. Es ist der totale Eingriff in ein ganzes Fließsystem. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Die volle Rechnung aller Naturverluste tut sich jetzt nach 10 Jahren erst allmählich auf. Denn es sind Langzeiteingriffe und die Natur rechnet langsam ab, spät, aber konsequent. Eine der größten Kostbarkeiten war das 100 Hektar große Altwasser von Donaustauf. Da die neue Donau hier 1,80 Meter über dem alten Mittelwasser aufgestaut wurde, wäre die gesamte Landvegetation des Altwassers geflutet worden und untergegangen. Nach zermürbenden Kämpfen mit der Landwirtschaft blieben 56 Hektar zur Disposition übrig. Zwischen 1983 und 1985 versuchte man in einer spektakulären Aktion, das alte Gelände in seiner originalen Topographie auf einer 1 bis 3 Meter höheren Aufschüttung exakt nachzumodellieren und darauf 2 Hektar ausgestochene Soden aus dem alten Biotop identisch umzupflanzen. An anderen Stellen hat man mit dem alten Pflanzentransplantat quasi geimpft. 5 Millionen hat die Aktion damals gekostet. Heute kann man nach kontinuierlicher Beobachtung sagen, der Versuch ist misslungen. Die wertvollsten Pflanzen, die sogenannten Elite-Vegetationstypen, die großen Raritäten, sind inzwischen fast zur Gänze ausgefallen. Von 48 sind 5 übrig geblieben. Die Transplantate haben sich völlig verändert. Sie sind heute großflächig überwuchert und erstickt von 0815 aller Weltpflanzen. Und die großen alten Bäume sterben der Reihe nach weg. Sie vertragen den hohen neuen Wasserstand nicht. Und auch die Vogelwelt hat sich verändert. Die seltenen Arten weichen den Allerweltsvögeln. Fazit: Natur lässt sich nicht manipulieren. Natur lässt sich nicht transplantieren. Natur ist nicht machbar. Jedes Biotop ist einzigartig und ist nicht wiederholbar. Es ist nicht ersetzbar. Die teure Lehre war, Naturverluste sind nicht ausgleichbar. Wenn etwas kostbar ist, dann muss es tabu sein für jeden Eingriff. Entweder man will ein Biotop halten oder man zerstört es. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Es gibt keine Kompromisse dazwischen. Der unglaubliche Herr Otto Mergenthaler aus Regensburg ist ein Pflanzenkenner von Gottes Gnaden. Mit seinen 94 Jahren hat er Landschaften und Pflanzenparadiese an der Donau fotografiert, registriert, kartiert, die wir Nachgeborenen niemals mehr sehen werden. Was man das Beste, was das alles war früher, ich kann mir gar nicht mehr dran denken. Was da kaputt gegangen ist in Bayern. Ja, gut, oh gut, wenn ich anfangen wollte, ist alles weg. Schon der Lausbuckel da bei Geisling, da wo das große Moor war, da habe ich einen kleinen Artikel geschrieben, habe ich schreiben müssen für unser Hobby da.
Universität, da habe ich es aufgehört, was da alles war. So was gibt es ja nicht mehr, solche Wesen gibt es ja nicht mehr. Mit dem Enzian, der stehlose Enzian vom Gebirg, der Schlauchenzian, die vielen Orchideen und die vielen anderen Sachen. Ist alles weg, ist lauter Felder. Das fällt ja jetzt ganz weg, weil die Donau einfach nicht mehr über die Ufer tritt. Es gibt ja dieses typische Auwaldphänomen, gibt es halt nicht mehr. Also pass mal, wenn es so wissen irgendwas, wenn da was gemacht wird, ist aus. Da gibt es nichts mehr. Das kann man nie mehr regulieren. Ist aus. Und man kann es auch nicht versetzen. Ne? Nein, das hat man ja in Donaustauf versucht. Na, der Ringer, den kenne ich ja gut, sein Vater habe ich schon gut kennt, gell? War ein Naturschutzmann. Und der, ich weiß, wie er damals getan hat, gut hat gemacht, dass das geht. Ich habe immer der Universität den Leuten da gesagt, das ist ja Schmarrn, das kann man nicht versetzen. Das ist ja Schmarrn. Es war auch nichts. Es sind aber die Flächen drin, das hat mich gewundert. Es ist da Wasser drin und Büsche und Zeug. Da ist sogar der Nachtreihe ist da raufgekommen und hat da brüht. Vor ein paar Jahren. Was mich sehr gewundert hat. Ich weiß nicht, ob jetzt noch da ist. Ja, im Moment aber ist es ja interessant für die Reihe, weil die großen Bäume da noch drin stehen und völlig kahl sind. Ja, und die kommen dann, die ist ja narrisch, was da ist, gell? Ja, da sind so Halbinseln, gell, mit den großen Bäumen da. Und das ist auf die Fische aus, gell? Anscheinend ist die Donau ist noch ein bisschen sauberer wie die anderen. Es sind noch mehr Fische drin, obwohl schon viele fehlen. Viele Arten sind verschwunden, vollkommen verschwunden. Donaufische, eigentlich. Weil, wenn ich beim Baden war als Bub auf der Kurve, ist da haben wir noch nicht die Bäder gehabt, da ist man Freibad. Da ist man bis daher rein, so weit rein und bis daher. Dann hat man reingeschaut, die war nicht blau, die Donau, sondern grün. Ne? Grün. Da hat man runtergeschaut, dann sind sie auf lauter Kiesel gestanden. Der Kiesboden war da, der Kiesboden. Und da sind die Fischer durch die Zehen durch und haben da zwischen die Zehen haben sie das Seich rausgefisselt. Gell? Das hat man gesehen. Der Kies, heute, wenn es nicht ging, sehen sie bloß einen Gschlätz. Ein Gschlätz, sind kein Kiesel mehr. Ein Gschlätz. Hinter der Staustufe Geisling taucht für kurze Zeit noch einmal eine andere Welt auf. Alte Donaulandschaft mit Altwässern und Riesenschilfflächen. Alte, bei der ersten Donaukorrektur von 1895 abgeschnittene frühere Stromschlingen. Reste von großen, weit geschwungenen Mäandern bei Pfatter und bei Gmünd. Jeder Fluss hat seinen ureigenen Rhythmus, den er frei und zügig in die Landschaft geschrieben hat, solange er das noch durfte. Damals, als die Flüsse noch in ihrem Gleichgewicht waren. Hier oben, vor dem Riegel des Bayerischen Waldes, floss die Donau so langsam in großen Mäandern, wie erst wieder weit unten in der ungarischen Tiefebene, ein seltenes Phänomen am Oberlauf eines Flusses. Die Flusskorrekturen haben die Donau beschleunigt. Sie wurde unruhiger, aggressiver, zerstörerischer. Sie riss immer mehr vom Geröll auf ihrem Boden mit und tiefte sich ein. Vor allem, als ihre Nebenflüsse Iller, Lech und Isar kastriert wurden, ein Stauwehr nach dem anderen erhielten, wo alles Geröll aus dem Gebirge hängen blieb. An den Unterlauf der Donau kam nichts mehr nach. Aber trotzdem, hier leben die abgeschnittenen Altwasserschlingen, die vom Pfatter und die Gmünder Aue, noch immer ganz mit der Dynamik der hier noch fließenden Donau. Wenn es im Einzugsgebiet der Donau länger regnet, wenn der Schnee in den Bergen schmilzt, dann steigt das Wasser auch in den Altwasserarmen dramatisch an. Wenn es nachlässt, dann sinkt mit Verzögerung langsam der Wasserspiegel im Altwasser und gibt die typischen Sedimentböden der Aue wieder frei. Dieser Wechsel von Trockenfallen und Überflutung, das ist der große Atem der Auen, der entscheidendste Faktor in diesem Ökosystem. Eine ganze Reihe von wichtigsten Spezialisten in Vegetation und Tierwelt haben sich auf diese Sonderwelt, ja sogar auf jeden Dezimeter Höhenunterschied und Nässegrad der Aue eingestellt. Sie leben nur durch und von der Dynamik des steigenden und sinkenden Flusses. Und es ist nicht die Wasserfläche, es sind die Ränder. Der Wechsel an diesen Rändern, wo das faszinierende Leben der Aue stattfindet. Aber die Donauauen werden täglich weniger, durch Trainieren, durch Umpflügen, durch den Wandel von Grünland zu Ackerland. Im Winter bin ich immer nach Pfatter gefahren,
Und da war immer, jedes Jahr einer oder zwei Seeadler da. Immer. In der Vatergegend sieht man nichts mehr. Dann waren von Norden noch andere Vögel da, sieht man nichts mehr. Nichts mehr. Da waren da bei Vater und Mutter auch, da wenn sie im Winter runter sind, da waren tausende von Wintervögel drin. Alle möglichen Sorten, die als Wintergäste von oben, gell? Alle möglichen Enten. Ja, was ist ja Zugang auf der Donau, wenn sie runter sind? Da sind die einzelnen Enten oder die Säger, der kleine Säger, die sind in ganzen Schwärmen rumgeflogen. Da gehen sie im Winter runter, sehen sie es nicht mehr. Es hat sich alles vollkommen verändert. Weil sie, früher haben sie zwischen Vater und Mund haben sie im Winter nur Korn gebaut. Und da ist wenig Schnee gegangen, zu viel, da ist nicht so schneereich da unten. Und da waren die drauf und nachts sind sie da ins Altwasser reingegangen. Korn wird nicht mehr gebaut, die Gänse sind fort, das Winterquartier haben sie verloren. Das werden die da oben auch aussterben, die Gänse, weil die keine Winterquartiere mehr haben. Weil alles kultiviert wird. Mhm. Da waren lauter Kornfelder und die sind auch viel Kornfelder gewesen. Darum heißen sie auch Saatgänse. Die gehen nicht in die Wiesen rein. Aber die brauchen ja auch einen ganz bestimmten Lebensraum, also halt ein richtiges Auwaldgebiet. Und durch den Kanal wird das ja völlig verändert. Das ist ja nur noch ein steiniges Ufer. Wenn ich, schauen Sie, es ist wie am Regen hinten. Wenn ich da vom Bahnhof Pösing nach Niedertraubing, Obertraubenbach gegangen bin, da habe ich mit den Gummistiefeln, da bin ich rechts von Regen, habe ich schauen müssen, dass ich richtig fortgekriegt habe, dass ich durchgekommen bin. Und da waren zum Beispiel besondere Nelken. Die haben das Seegöre, ich weiß nicht, Buschnecke. Da war alles rot, das steht sogar in der Literatur drin, das war bekannt. Das ist alles weg, heute ist alles kultiviert, das ist weg. Heute können sie überall durchgehen, überall. Mit Lackschuhe gehen, die Donau runter, überall. Bei Geisling reichen die Maisfelder heute bis an den Hochwasserdeich heran. Die Auwiesen sind verschwunden. Nach einer Zählung ist zwischen Donaustauf und Geisling schon die Hälfte aller Feuchtwiesen verschwunden und ein Drittel der Auwälder. Von 116 Altwässern sind ganze 9 übrig geblieben. Manche wertvolle Wiese wurde als sogenannte Ausgleichsmaßnahme aufgekauft, die einzige Möglichkeit, sie zu schützen. Heute liegen sie eingepfercht zwischen Maisfeldern. Ein ziemlich sinnloser Naturschutz. Da ist sie wieder, die ganze Fragwürdigkeit des sogenannten Ausgleichs. Alles wird in die Statistik hineingezählt. Die Oberfläche der Hochwasserdämme zählt als neue Trockenrasenflur. Die Bepflanzung des Stauwehrs mit Silberweiden wird aufgerechnet gegen einen verlorenen Auwald. Die Schleuse hebt die Dynamik des Flusses auf. Es gibt keine Erosion mehr an den Steilufern, wo der Eisvogel lebte. Es gibt keine neuen Kiesbänke mehr, die der Rotschenkel zum Brüten brauchte. Es gibt keine Überflutung mehr auf den Auwiesen, die den fruchtbaren Schlamm brachte und die Pflanzensamen und Wurzelstücke von Blumen bis aus den Alpen herunter. Es gibt heute kaum noch große Auwaldbereiche in Bayern. Alle trocknen sie langsam aus und weichen Fichtenmonokulturen. Die allerletzten großen zusammenhängenden Bestände liegen unterhalb von Deggendorf an der Isarmündung. Ein letztes Stück bayerischer Urlandschaft. 1990 wurde es unter Naturschutz gestellt und als Förderprojekt für Naturschutzvorhaben von gesamtstaatlicher Bedeutung des Bundesumweltministeriums eingestuft. Hier ist der Fluss noch voll tätig mit jährlichen Wasserspiegelschwankungen von 3 bis 5 Metern Höhe. Der Auwald und die umliegenden Auwiesen der Isarmündung sind so etwas wie die Arche Noah des ostbayerischen Donautals. Ein ungewöhnlich großer Artenreichtum. Fast alles, was in Mitteleuropa im Auwald an Pflanzengesellschaften überhaupt vorkommen kann, ist hier gefunden worden. 42 Arten allein der Roten Liste. Und noch aufregender ist der Bestand an seltenen Vögeln. Bei einer neuen Umweltverträglichkeitsstudie konnten 156 Vogelarten während der Brutzeit beobachtet werden. Auf den Auwiesen hat man 413 Paare des großen Brachvogels, 67 Brutpaare der Uferschnepfe und 10 Brutpaare des Rotschenkels gezählt. Für sie, für die Rohrweihe und die Löffelente, ist hier das bedeutendste Refugium in ganz Bayern. Sind sich Politiker eigentlich bewusst,
über welch eine fantastische Welt Sie ein Urteil aussprechen, ob sie untergehen soll für ein paar Kilowattstunden mehr oder ob man auf einen übertriebenen Ausbaustandard verzichtet und dafür solche Wunder auch in unserem Land am Leben lässt, auch für die nächsten Generationen? Im Isarmündungsgebiet und in der Weichholzaue der Donau lebt die größte mitteleuropäische Population des Blaukehlchens mit rund 300 Brutpaaren. Das Blaukehlchen ist existenziell auf den Unterholz- und Schlickbereich der Auwälder direkt über der Wasserfläche angewiesen. Die noch nicht kanalisierte Donau ist das einzige Gewässer in Ostbayern, das im Winter nicht zufriert. Daher ist die Aue ein zentraler großflächiger Überwinterungsraum für Schwimmvögel und eines der wichtigsten Rastgebiete für Zugvögel, von größter Bedeutung für den Vogelzug von ganz Europa. Zehntausende von Wartvögeln sind hier schon gezählt worden. Und in der Isarmündung lebt eine der größten Reiherkolonien in ganz Bayern. Neben den Vögeln sind vor allem die Mollusken an der Donau die größte Rarität unter den erforschten Tierklassen. Auch Käfer gibt es hier, die sonst nirgends in Bayern auftauchen. Es ist eine Sonderregion. Eine unglaublich reiche Tierwelt noch immer, obwohl schon so viele Lebensräume an die Landwirtschaft und an den Autobahnbau und den Flussausbau verloren gegangen sind. Aber auch das Mündungsdelta der Isar ist durch die Ausbaupläne der Rhein-Main-Donau-AG aufs Höchste gefährdet. Nicht nur, dass dem Ausbau Teile des Naturschutzgebiets zum Opfer fallen. Ein geplantes Stauwehr bei Waltenhofen würde mit seinem Stau bis in die Isarmündung hereinreichen und sie mit einem halben Meter konstant überstauen. Mit der Wechseldynamik der Wasserstände wäre es damit endgültig vorbei. Ein wahnwitziger Widerspruch. Der Bundesumweltminister fördert ein Schutzprojekt von gesamteuropäischer Bedeutung und der Bundesverkehrsminister und der bayerische Ministerpräsident entscheiden, dass das gleiche Gebiet in seiner Substanz gefährdet wird durch einen weiteren Ausbau der Donau. Aber das ostbayerische Donautal ist ja weit mehr als nur ein überragender Naturraum. Es ist ja auch ältester Kunst- und Kulturraum in Bayern. Die Donau war die wichtigste Verkehrsachse spätestens seit römischen Zeiten. Eine ganze Reihe uralter Klöster und berühmter Wallfahrtsorte wie Kloster Metten, Kloster Ober- und Niederalteich und der Bogenberg heben diesen Landstrich heraus als eine der kostbarsten Geschichtslandschaften in Bayern.
Niederalteich, das Kloster im Wasser, Altacher heißt Altwasser, reicht 1250 Jahre zurück und ist untrennbar mit dem Donaustrom verbunden. Eines der zentralen Missionsklöster für den östlichen Donauraum, begütert bis in die Wachau hinunter. Auch das Kloster fürchtet den weiteren Ausbau und Aufstau der Donau. Abt Emanuel Junglausen ist wie seine Mönche gegen eine Kanalisierung. Für ihn ist die Donau weit mehr als nur eine Bundeswasserstraße. Spielt die Donau im religiösen Leben des Klosters noch eine Rolle? Ja, es gibt den Donausegen, der früher auf der alten Seilfähre gespendet wurde. Da lag sie dann aber fest am Ufer. Und jetzt neuerdings mit der Motorfähre haben wir in diesem Jahr erstmals wieder mitten in der Donau von dieser Motorfähre aus den Segen gespendet als drittem Altar des Fronleichnamsfestes. Habe da auch eine eigene Formel für geprägt. Der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch, die Gläubigen, herab und über diesen Donaufluss. Er bewahre seine Ursprünglichkeit, Schönheit und Kraft und lenke seinen Lauf zum Wohle aller, die an seinen Ufern wohnen. Das ist die religiöse Handlung. Und das ist hier etwas sehr Ursprüngliches, weil der Fluss durch die Taufe Jesu im Jordan durch die Jahrhunderte in der Liturgie immer wieder etwas Heiliges war. Die strömendem Wasser, in die Christus hinabsteigt bei seiner Taufe und der Heilige Geist über ihm erscheint und die Stimme des Vaters ertönt. Und dieses Hinabsteigen in den Fluss hat immer ein doppeltes Symbol in sich. Es ist das Hinabsteigen in den Tod und es ist das Hinabsteigen in das Leben. Wasser hat immer diese Doppelsymbolik, Tod und Leben. Und so sind wir einfach damit verbunden. Wir brauchen den Strom und er wird uns auch manchmal bedrohlich, wenn Hochwasser ist, obwohl die Gefahren jetzt einigermaßen gebannt sind. Aber es ist doch etwas sehr Elementares und unsere Besucher, die vor allem auch bei den Kursen Kloster auf Zeit weite Wanderungen machen, die zieht es immer wieder an die Donau, weil sie eben dort einem ursprünglichen Symbol für das Leben, für die Vergänglichkeit des Lebens nahe sind. Und der Mensch braucht solche Ursymbole. Sie deuten unser Leben, sie lernen uns selbst, sie lehren uns selbst, uns besser verstehen. Und ohne diese Ursymbole oder mit solchen Ursymbolen, wenn sie stirben, würde, glaube ich, letztlich auch das religiöse Leben sterben, das sehr an solchen Ursymbolen hängt. Aber dieser Strom wird nicht mehr lange strömen. Er wird, wie die Techniker sagen, ein Gerinne werden. Etwas ganz anderes, eine Fahrrinne aufgestaut. Das Leben wird er verlieren. Die Sorge haben wir auch. Wir haben auch die Sorge, ob das Kloster selbst dadurch bedroht wird bei Veränderung des Grundwasserspiegels, weil sehr wahrscheinlich die große Kirche, unsere Basilika, auch auf einem Pfahlrost aufruht. Und die Folgen sind, glaube ich, schwer abzusehen. Es wird vieles versucht, aber es ist vielleicht auch sinnbildlich für unsere Zeit, dass diese Ursymbole zerstört werden und man diesen Sinn für das ursprüngliche Symbol verliert und damit auch dieses echte, tief in sich ruhende und lebensprägende, gestaltende, das vom Religiösen auszugehen vermag, eben so schwer noch zu finden ist, so als Selbstverständlichkeit, wie eben dieser Donausegen dort. Das Fließen eines Flusses. Es geht da nicht um das Geld und es kann da nicht um Viererschubverbände gehen. Es geht da um qualitative Werte, um Werte, die man nicht berechnen kann. Es geht um die letzten 70 Kilometer fließende Donau in Bayern. Sie fließt sonst nur noch ein paar Kilometer in der Weltenburger Enge und unter der steinernen Brücke in Regensburg. Das konnte mit unendlichen Kämpfen bei den Technikern
und in der bayerischen Landespolitik durchgesetzt werden. Wie sieht es aus? Wie wird die bayerische Landespolitik diesmal entscheiden? Es regt sich Widerstand in der Bevölkerung. Viele Menschen fahren nach Straubing und sehen sich an, was dort passiert. Vor allem in der katholischen Landjugend und beim Bezirksjugendring wächst die überzeugte Ablehnung des Projekts. Die Jungen wollen sich ihre Heimat nicht mehr so leicht nehmen lassen. Und es sind etliche Landwirte, die ihren Protest mit Transparenten weit sichtbar an der Straße ausdrücken. Donau gestaut, Heimat versaut. Der Bund Naturschutz in Bayern kämpft seit Jahrzehnten gegen den seiner Ansicht nach überzogenen Ausbau der Donau. Erfolge gab es bisher nur im Ausland. Die Wachau konnte mit bayerischem Einsatz gerettet werden. Die Politik in Bayern hat aber jedes Mal anders entschieden. Der Vorsitzende Hubert Weinzierl hat trotzdem die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wenigstens sich dieses Mal, wenn schon nicht die ökologische Einsicht, so doch vielleicht der Mangel an Geld für die Rettung der letzten Kilometer fließender Donau in Bayern günstig auswirken wird. Denn der Bund Naturschutz konnte nachweisen, dass man auch mit einfacheren und vor allem billigeren Methoden die Eintiefung der Donau verhindern und den Wasserstand erhöhen kann. Was ist denn deine Lieblingsstelle? An der Donau, wo die Isar einmündet. Das ist, wenn sich diese Wasser der Isar mit denen der Donau mischen. Das finde ich ganz toll. Leider ist jetzt Donau die Autobahn wieder daneben. Das ist sehr schön. Ja, und hast du das Gefühl, dass man noch was aufhalten kann? Doch. Ich bin also hier. Habe den gleichen Optimismus, den ich bei Wackersdorf hatte. In diesem Fall. Es war ein realer Optimismus, kein Zweckoptimismus. Ach schon. Du glaubst auch, dass es die Bevölkerung versteht? Denn das ist ja ganz wichtig, dass die Anlieger dahinter stehen. Wir haben erstmals das Phänomen, das haben wir im Altmühltal nie gehabt, dass sich ein breites Bündnis zusammengetan hat. Fischer, Kanufahrer, Bauern, auch Kommunalpolitiker quer durch die politischen Parteien. Und das macht natürlich Hoffnung. Und außerdem ist dieses Stück, 70 Kilometer fließender Flusslandschaft, in dem wir meinen, es ist ein Stück europäisches Naturerbe, wo sich also zwischen dem Bogenberg und Metten und Niederaltai Natur und Kultur zum Gesamtkunstwerk vermählt haben, dass diese 70 Kilometer mittlerweile zum umweltpolitischen Konfliktfall der ganzen Umweltbewegung erklärt wurden. Deutscher Naturschutzring, BUND, alle die Gruppen, etwa 3 bis 4 Millionen organisierte Mitbürger. Und das, glaube ich, hat schon ein politisches Gewicht, sodass ich sehr hoffnungsvoll bin, das abwenden zu können. Vor 20 Jahren ist die Rettung der Wachau gelungen. Professor Wendelberger hat damals mit Konrad Lorenz, mit Horst Stern, Heinz Sielmann, Hubert Weinzierl und vielen anderen für diese Rettung gekämpft. Dort, wo heute die Staustufe liegt, war eine aubestandene Insel, so wie im Vordergrund. Die im Vordergrund gehört der Gemeinde, die ist erhalten geblieben. Die des Stiftes ist geopfert worden zu einem erheblich hohen Preis und das war es dem Stift wert. Und dadurch haben wir die Staustufe einmal als eine Brechung der Landschaft, die Brechung des Stromes und als eine Störung dieser Ambiente des Stiftes Melk. Und das ist unwiederbringlich und es muss einfach als Gegebenheit genommen werden. Aber hinter dem Stauwehr fließt die Donau noch wie eh und je durch die Wachau. Dürnstein und Spitz sind nicht hinter Staudämmen und Stauwehren versunken. Die fließende Donau ist das wesentliche Charakterelement der Landschaft geblieben. Und auch in Hainburg hinter Wien ist bis jetzt kein Kraftwerk gebaut worden, obwohl es so oft gefordert wurde. Um dort das Wasser zu heben, auch ohne Stauwehre, hat der Leiter des Instituts für konstruktiven Wasserbau an der Universität Wien, Professor Harald Ogris, eine Methode entwickelt, die Sohle des Donaubettes
durch die Zugabe von faustgroßen Steinen zu stabilisieren. Diese sogenannte Ogris-Methode möchte der Bund Naturschutz in Bayern auch in das Raumordnungsverfahren Straubing-Vilshofen einbringen. Wir feiern heute ein klein bisschen ein Jubiläum. Vor 20 Jahren begann der große Streit um die Wachau, um die Rettung der Wachau. Das ist geschehen. Aber wird Ihnen nicht wieder ganz anders, wenn Sie unseren deutschen Perfektionismus bemerken, mit dem wir plötzlich ein Stück Donau zur Autobahn verwandeln wollen? Ja, Sie haben recht. Es ist etwas ganz Ähnliches. Die Fragestellungen, die sich da erheben, sind die gleichen, wie wir sie hier vor 10 Jahren hatten. Und wenn Sie jetzt da hinausschauen, dann sehen Sie einen wunderschönen Fluss, von dem behauptet wurde, er könne so nicht erhalten werden, weil er zwischen zwei Stauhaltungen liegt. Er tiefe sich ein, das wäre nicht machbar, die Schifffahrt wäre nicht durchführbar. Und wenn Sie jetzt herschauen, 10 Jahre später, alles in Ordnung, der Fluss strömt, es ist kein Kraftwerk hier und alles ist in bester Ordnung. Heute wird es auch bei einer deutschen Strecke behauptet, sie müsse unbedingt ausgebaut werden mit Stauhaltungen, anders ginge das nicht. Die Fragestellung ist genau die gleiche. Wir haben hier das Problem vielleicht nur noch etwas stärker, weil mehr Wasser fließt, weil der Fluss etwas größer ist. Aber für den Wissenschaftler spielt das keine Rolle. Das ist eine Sache der hydraulischen Umrechnung. Und wir haben genau die gleichen Probleme, genau die gleichen Fragen. Und auch die Antworten sind eigentlich die gleichen, die man geben kann. Es geht auch ohne Stauhaltungen. Trotzdem, wir haben das ja alle ein bisschen verfolgen können in den Zeitungen. Es ist... Sie sind so etwas wie fast ein Landesfeind. Jedenfalls hat man Sie doch nicht versorgt mit Daten. Es ist zwar jetzt fast ein staatlicher Auftrag, sich doch Ihre Methode anzuschauen. Aber die Auftraggeberin ist noch lange nicht überzeugt. Ja, also ich bin da nicht beteiligt an der Sache. Ich bin auch niemandes Feind. Allerdings, ich bin Wissenschaftler und als Wissenschaftler fühle ich mich nicht nur verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, sondern es ist meine Überzeugung, etwas Gutes zu tun, wenn ich sie sage. Ich glaube, dass das keine technische Frage ist, auch wenn es dorthin gespielt wird. In Wahrheit ist es eine politische Frage. Will man einen Strom haben, der ein Kanal ist, mit allen Finessen für die Schifffahrt, denn mit solchen technischen Methoden kann ich für die Schifffahrt natürlich mehr erreichen, oder begnüge ich mich mit etwas weniger für die Schifffahrt, aber halte dafür die Landschaft, den Fluss, eine Landschaft, die eben die nächste Generation sonst nirgends mehr finden wird. Es gibt nur ganz kurze Strecken an der Donau, wo es noch so natürlich ist. Ein Teil ist eben zwischen Straubing und Vilshofen und dann natürlich bei uns unterhalb von Wien. Und dann gibt es den Teil, der bereits zerstört worden ist durch Gabčíkovo, das wird Ihnen ja auch ein Begriff sein. Und dann gibt es in Mitteleuropa kein Stück mehr von der Donau. Das ist die Frage, ob wir das nicht unserer nächsten Generation erhalten müssen. Was sagen Sie zu dem Argument, Herr Professor? Ihre Panzerung der Sohle, wie es so aggressiv heißt, sei eine Umweltzerstörung. Naja, schauen Sie, ich habe schon so viele Argumente gehört, die in Wahrheit keine Argumente sind. Es ist keine Umweltzerstörung. Ich weiß nicht, wie man das begründen will. Wir haben in Österreich eine von der Bundesregierung einberufene Ökologiekommission gehabt, die sich mit Fachleuten aller Richtungen, Biologen, Limnologen, Techniker, Chemiker, alles Mögliche auseinandergesetzt hat und die keineswegs zu diesem Schluss gekommen sind. Im Gegenteil, die der Ansicht waren, diese unter anderem von mir propagierte Methode, die einzig vernünftige ist und einstimmig, wissen Sie, was das heißt, unter einem Gremium mit sehr vielen verschiedenen Wissenschaftlern eine einstimmige Beschlussfassung zu erzielen, einstimmig gesagt, das sei die Methode, wie man es machen sollte. Also von Umweltzerstörung überhaupt keine Rede. Und bitte das Argument, das funktioniere vielleicht unterhalb von Wien, ein völlig anderer Fluss als bei uns in Bayern? Ja, es gibt, wie gesagt, so etwas wie eine Naturwissenschaft. Die kann das umrechnen. Es gibt, die Hydraulik in Wien ist nicht anders als die in Bayern. Gott sei Dank ist das so auf der Welt. Was in Österreich gilt als Naturgesetzen, gilt in Bayern genauso. Aber auch, es gilt ja mehr, es gilt ja auch die Haltung zu solchen Fragen. Die war nämlich in Österreich ganz ähnlich. Auch hier eine Spaltung jener, die der Meinung sind, man könne auch ohne ein Kraftwerk auskommen, beziehungsweise bei ihnen geht es um ein Stück Kanal. Und jene, die meinen, es müsse so etwas sein. Ich selbst bin Techniker, aber ich bin kein Technokrat. Technokraten sind der Meinung, es muss auch das letzte Stück ausgebaut werden. Ich glaube aber, dass das nicht notwendig ist, dass man immer einen Rest Natur
erhalten muss. Auch wenn man natürlich viel für die Technik tun muss, keine Frage. Aber das letzte Stück, das sollte doch wirklich für Generationen erhalten werden. Die Rhein-Main-Donau-AG zieht sich bisher nur auf ablehnende Aussagen wie nicht machbar, nicht umsetzbar zurück. Fast hat man den Eindruck, der Vorwurf von Bürgerinitiativen stimme, die Ogris-Methode habe nur einen Fehler, sie sei ganz einfach zu billig. Professor Ogris will das Problem nämlich für ein Fünftel des von der Rhein-Main-Donau-AG errechneten Betrages lösen. 300 bis 500 Millionen Mark, eher bei 300, ist seine Aussage zu den Kosten. Inzwischen haben die Bürgerinitiativen und der Bund Naturschutz ungewöhnliche Schützenhilfe erhalten. Der Bayerische Oberste Rechnungshof hat in einer umfangreichen Untersuchung festgestellt, dass auch nach der Eröffnung des Kanals durch das Altmühltal das Verkehrsaufkommen zwischen Aschaffenburg und Passau stagniere und dass der Binnenschifffahrtsverkehr in Zukunft überhaupt eher abnehmen würde. Die Forderung für einen Ausbau für Viererschubverbände hält er für nicht gerechtfertigt, sondern für einen Traum aus üppigeren Zeiten. Der Rechnungshof ist daher der Auffassung, dass in einer umfassenden, möglichst raschen Kosten- und Nutzenuntersuchung auch andere Varianten und ein geringerer Ausbaustandard geprüft werden sollten, der ebenso verkehrsgerecht ist, umweltschonender und auch in den Betriebs- und Baukosten billiger. Es kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein, in Zeiten, wo die Gelder knapper werden, für eine billigere Lösung zu stimmen, die auch noch etwas übrig ließe von der Donau und ihrer wertvollen Auenlandschaft. Wir haben schmerzvoll gelernt, jede Entscheidung im Kanalbau ist nur einmal gefallen. Sie war nicht mehr zurückzunehmen. Was ausgelöscht wird, ist ausgelöscht für immer. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um Bundesmittel, es geht um Heimat und es geht um Lebensräume. Auch die jetzt anstehende Entscheidung kann von unseren Parlamentariern und Landespolitikern nur einmal gefällt werden. Eine fundamentale Auseinandersetzung zwischen Geld und Wirtschaft, zwischen Technik und Natur, zwischen heute und morgen. Nehmen wir uns die Zeit, das alles gründlich abzuwägen und uns nicht aus der Verantwortung zu stehlen. Denn es hat Konsequenzen für uns alle und all die, die nach uns kommen.